Herr Präsident, meine Damen und Herren, uns erreichen aus Mali gemischte Nachrichten. Manche sind auch durchaus hoffnungsvoll, aber die meisten sind leider besorgniserregend. Als islamistische Gruppen 2012 ein Schreckensregime errichtet haben und dann vom Norden aus den Süden erobern wollten und sehr schnell in Richtung der Hauptstadt Bamako vorgedrungen sind, da reagierte die internationale Gemeinschaft schnell auf den malischen Hilferuf. Und da liegt der Ursprung dieser Friedensmission der Vereinten Nationen, über deren Mandat wir heute hier beraten. Und der Friedensprozess, ja, er ist noch sehr lange nicht am Ziel, sondern er gerät sehr krass ins Stocken. Und nach der anfänglichen Euphorie über die Erfolge und natürlich gerade vor 4 Jahren über das Friedensabkommen ist heute die Ernüchterung bei vielen zu Recht sehr groß. Wir Grüne haben dem Mandat in den vergangenen Jahren mit großer Mehrheit zugestimmt. Aber ich muss in Richtung der Bundesregierung auch in aller Klarheit sagen, unsere Zustimmung ist kein Automatismus. Und wir erwarten von der Bundesregierung endlich Antworten auf die vielen zentralen kritischen Fragen und nicht die Standardfloskeln, die wir heute hier von Ihnen gehört haben, Herr Außenminister Maas. Wir wollen sehen, dass Sie die Probleme erkennen und dass Sie hier auch Maßnahmen ergreifen. Denn ein solcher Einsatz, der kann nicht nur mit Blick auf die vergangenen Erfolge begründet werden, sondern es braucht Fortschritte und es braucht eine Erfolgsperspektive für die Zukunft. Denn die Fragezeichen, die werden nun mal nicht kleiner, sondern größer. Terroristische Gruppierungen tragen die Gewalt zunehmend in den Süden des Landes. Die Sicherheitslage verschlechtert sich. Malische Sicherheitskräfte und die internationale Mission selbst sind immer wieder Ziel von Angriffen. Über 190 MINUSMA-Angehörige haben in diesem Einsatz mittlerweile schon ihr Leben verloren. Die meisten von ihnen sind Blauhelme afrikanischer Staaten. Und ich finde, so eine Debatte ist auch immer ein Anlass, ja, dieser Opfer zu gedenken und natürlich auch an die beiden Bundeswehrsoldaten zu gedenken, die bei dem furchtbaren Hubschrauberabsturz 2017 ums Leben gekommen sind. Meine Damen und Herren, wie die zukünftige Entwicklung in Mali verlaufen wird, ja, zurück ins Chaos oder hin zu Sicherheit und Frieden, das hängt doch zentral von der Frage ab, ob dieser Friedensprozess wirklich mit Leben gefüllt wird. Aber alle Konfliktparteien, auch die malische Regierung, verschleppen diesen Prozess, um sich selbst kurzfristige Vorteile zu verschaffen. Sie gefährden damit eine friedliche Zukunft Malis, und das muss endlich aufhören. Klar ist aber auch, MINUSMA und die Vereinten Nationen sind die zentralen Akteure, manchmal auch die einzigen Akteure, die immer wieder die Konfliktparteien zurück an den Tisch rufen, die vermitteln und überwachen, wer die Vereinbarung einhält und wer nicht. Und das ist ein wichtiger Beitrag. Und es ist auch deutlich, natürlich kann die Bundeswehr diesen Friedensprozess nicht einfordern, sie kann ihn maximal absichern und überprüfen. Aber wenn es darum geht, die Konfliktparteien in die Pflicht zu nehmen, dann ist das eine zentrale Aufgabe der politischen Akteure, und zwar der Bundesregierung und der internationalen Gemeinschaft. Und auch wenn die Fortschritte im Friedensprozess alles andere als zufriedenstellend sind, so gibt es eben doch auch Bewegung, oft angestoßen von MINUSMA. Die Integration verschiedener Gruppen in die malischen Sicherheitskräfte oder der Pakt für den Frieden, mit dem endlich mehr Tempo bei der Umsetzung des Friedensabkommens versprochen worden ist. Es reicht aber eben nicht aus, wenn Ursula von der Leyen hier in der letzten Mandatsdebatte davon spricht, dass es noch Luft nach oben gibt bei der malischen Regierung, oder wenn Sie, Herr Maas, nach Mali reisen. Das ist zu wenig. Auch beim zivilen Engagement, von den Friedensverhandlungen bis hin zu Antikorruptionsinitiativen, Entwicklungszusammenarbeit oder auch Perspektiven, zivile Perspektiven für die vielen jungen Menschen in Mali, da kann und sollte man dringend mehr tun. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung darf nicht ihre Augen verschließen vor der problematischen Entwicklung in Mali, sondern sie muss mehr Druck auf alle Konfliktparteien ausüben, damit sie endlich ihre Versprechen der malischen Gesellschaft gegenüber, aber auch gegenüber der internationalen Gemeinschaft einhalten. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort der Kollege Thomas Erntl.